Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Ja, es geht gerade schon mit dramatischer Musik los, weil irgendwie hat mir mein Safe Game mich mal wieder geärgert und hat mir Duins einfach vor den Ausgang der Ebene geportet. Ich habe es gerade ein paar Mal versucht zu laden, aber es macht jedes Mal dasselbe. Und die letzten Autosaves lagen ein bisschen zu weit zurück, das wollte ich nicht machen. Ich habe mal geguckt, alles andere stimmt noch so, also inventarmäßig, charmäßig. Nur halt, dass Durenz vor dem Eingang steht hier, vor dem Ausgang. Und ja, jetzt müssen wir einfach das Beste draus machen. Durenz zurückziehen, es sind ja zum Glück nur ein paar Adrak-Käfer, die mit Kettenblitzen gleich schießen wollen. Wow. So. Und bei mir ist gerade der Ton ein bisschen laut. So ist besser. So. Okay, jetzt kümmern wir uns um die blöden Käfer hier. So. Käfer sind weg. Die Wand hier war nicht durchgängig. Jetzt sind wir nämlich genau auf der anderen Seite von dieser Wand hier. Hier wäre die Haupttreppe. Hier ist die Treppe nach oben. Hier die Treppe nach unten. Gut. Nachdem das erledigt ist, erstmal Resümee rum. Wir haben die achte Ebene geklärt. Haben hier auf einem Thron eine Art Lichtkönig getroffen. Könnte man fast so sagen. Also es ist ein Vampir. Aber ein alter Ingvitanischer Vampir. Ja, Ingvitaner. Das sind die richtigen, oder? Was sagt die Enzyklopädie? Wissen. Adra Berat. Erweckte Seelen, nein. Wirkungen, Verletzungen, Tipps, Orte. Gebiet. Ja, genau. Glafantaner sind die wilden Stämme und Vegetarianer sind die alten Leute. Hier stehen sogar die Vampire. Vampire sind Gestande, deren Leben auf natürliche Weise verlängert wurde. Obwohl sie ihre normale humanoide Erscheinung größtenteils beibehalten, sind sie stets nur ein paar verpasste Mahlzeiten davon entfernt, sich in hirnlose Monster zu verwandeln. Und das wissen sie auch. Da Vampire individuelle Persönlichkeiten und Erinnerungen beibehalten, kann sich dieses morbide Wissen auf verschiedene Arten manifestieren. Manche ziehen sich zurück und werden vorsichtig, weshalb sie jegliche Bedrohung umgehen, die sie frühzeitig schwächen oder vernichten könnte. Andere dagegen werden zu extrovertierten Hedonisten, die solange sie können, ihnen Vergnügen hinterherjagen, dass sie die Welt zu bieten hat. Früher oder später fällt jeder Vampir unweigerlich dem Verfall zum Opfer, sofern er nicht vorher getötet wird. Da Vampire zum Überleben die Essenz lebender Wesen benötigen und das Blutgestand diesbezüglich die reichste und unmittelbar verfügbarste Quelle darstellt, werden sie von den meisten zivilisierten Gesellschaften gemieden. Aus diesem Grund leben Vampire eher an den Rändern der Gesellschaft, sofern sie überhaupt daran teilnehmen. Jupp. Ja. Gucken wir mal kurz hier die Quests. Das sind immer noch unsere beiden Hauptquests, die wir kennen. Also Hauptaufgaben. Und das hier, übrigens ist das hier der Name der Geschichte, die Ausbildung des Dürrwalds. Herr der Gestalten, das ist Hivarias Quest. Das ist die Quest der trauernden Mutter, die ich immer noch nicht lösen konnte. Meister der Tiefe, ja. Klinge der endlosen Pfade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Teile schon habe. Ich habe nämlich nur zwei Stück bis jetzt gefunden, aber seitdem keins mehr eigentlich. Das wäre echt doof. Naja, wenn wir das nächste Mal an die Oberfläche gehen, dann gehe ich mal kurz nach Trutzbucht. Nach Urfeuer und red mal in der Schmelztiegelburg mit dem Schmied, ob er das reparieren kann für uns. Dann sehen wir weiter. Jetzt wollen wir aber erst einmal in die nächste Ebene runter.
Und ja, bevor wir darunter gehen, noch ein kleines Nachwort sozusagen. Wir haben ja jetzt mittlerweile das Jahr 2016, also diese Aufnahmesession ist meine erste im Jahr 2016. Ich muss zugeben, in den letzten paar Tagen kamen wenig Folgen. Also es gab jetzt gerade eine kleine Pause über den 6. Januar rum. Für diejenigen, die sich das später ansehen. Das lag daran, dass ich da ein paar Problemchen mit meinem Internet und Rechner, PC hatte. Über meinen Weihnachts- und Silvesterurlaub konnte ich meinen Puffer ein bisschen leeren, den ich vorher aufgenommen hatte. Aber jetzt gehen mir langsam auch wieder die Folgen aus, deswegen ich auch wieder am Aufnehmen bin. Ja, ich muss zugeben, im Augenblick ist es auf meinem YouTube-Kanal nicht gerade viel los. Es kommt jeden Tag eine Pillars of Eternity-Folge und das war's auch. Weil ich mich zurzeit auch irgendwie nicht durchringen kann, eine neue Dwarf Fortress-Staffel zu starten. Ich weiß auch nicht warum. Im Augenblick fehlt mir einfach so recht die Motivation dazu. Mir fehlt im Allgemeinen zurzeit die Motivation, überhaupt was aufzunehmen. Da mein YouTube-Kanal ja jetzt schon mittlerweile 3 Jahre alt ist, fast. Also im März werden es 3 Jahre und sich in der Zeit nicht gerade viel getan hat. Gut, ich muss zugeben, ich bin Hobby-Let's Player. Aber trotzdem. Selbst von den Leuten, die mich mal abonniert haben, kommt ziemlich wenig Feedback. Ab und zu mal einen Daumen nach oben und das war's auch schon. Naja, ich werde ja mal sehen, wie es dann mit dem Kanal weitergeht, wenn Pillars of Eternity, das Projekt hier, fertig ist. Vielleicht kann ich mich bis dahin nochmal zu einer Dwarf Fortress Staffel durchringen. Oder ich gebe den Kanal vielleicht doch demnächst auf. Oder fange vielleicht mit Streamen an. Das werde ich dann sehen. Weil es gibt auch schon einige andere Let's Player, die ich kenne, die sozusagen aufgehört haben. Einige davon haben sich auf Streamen beschränkt, andere haben ganz aufgehört, was eigentlich schade ist, aber naja. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall, Pillars of Eternity wird noch fortgesetzt bis zum Ende und dann sehen wir weiter. Gut, dann zurück zum Spiel. Wir machen jetzt weiter und gehen auf Was? Ebene 9 runter. Mal sehen, was uns da erwartet. Wahrscheinlich hauptsächlich Adrakäfer. Die Vampire scheinen wir ja jetzt hinter uns gelassen zu haben. Noch sind wir nicht an den Füßen angekommen von dieser großen Adra-Statue, die wir übrigens jetzt beim Ladescreen sehen. Wir haben die. Jetzt die linke und die rechte Hand. Und wir haben den Kopf bereits gefunden. I'll see what I can find. So, die Maps scheint wieder nicht besonders groß zu sein. Und wir haben ja von dem Vampir erfahren, dass die Adrakäfer sich immer weiter vorgewagt haben und angefangen haben, genau diese Viecher. Let's go. Und angefangen haben, das lebendige Adra zu fressen, obwohl sie eigentlich nur Totes fressen. Autsch. Die sind etwas stärker, die können wohl Kettenblitze. Slowly now. Hier wäre wieder ein Höhlenzugang. Oh, Sumpfschleim. Wie kommt Sumpfschleim hier unten hin? Und wir hören Weinen? Ach nee, das sind Banshees. Oder Todesfeen. Adrakäfer und Steinkäfer. Gott. Müssen wir jetzt auch wirklich wieder gegen Geister kämpfen? Be cautious. Be constant. Hier drin wird es lauter, also hier drin ist wahrscheinlich so eine Todesfee. Oder hier oben. Dieser Raum sieht nicht sonderlich gut aus. Ja, Fenris nimmt hier drin Schaden und zwar richtig schnell.
Und es ist nur ein Weg auf die andere Seite. Fenris kommt da schnell raus. Oh. Autsch. Right. Gut. Huh? Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Okay, Fenris hat da recht schnell Schaden genommen. Und ich habe das Gefühl, wir anderen nehmen da auch recht schnell Schaden. Auch wenn die meisten von uns ziemlich viel Gesundheit haben, das möchte ich nicht so unbedingt riskieren, wenn es nicht einen anderen Weg drumherum gibt, um diesen Stachelraum. Auch wenn ich mich dafür durch die Banshees kämpfen muss, oder wie sie auch immer hier nochmal heißen. Steinkäfer, Adrakäfer, Sumpfschleim. Wow, viel zu viel Viehzeug. Okay, das muss wehgetan haben. Haben wir noch was Böses, was wir auf sie schleudern könnten? Ja, hatten wir. Okay, du... habe ich ein Feuerschild? Ja, mach mal das Feuerschild an. Okay. Zu spät für Alof. Aber zu dem haben wir ja Duritz, der kann Alof wieder beleben. So, und Alof kann den bösen Todesstrahl auf den Adrakäfer einsetzen. Wow, Palegina sieht gar nicht gut aus. Eigentlich mal selber. So. Und ihr blöden Adrakäfer hört auf, alle auf Dauer zu bombardieren. So. Durenz könnte einmal Feldlazarett benutzen. So, der Adrakäfer ist fast tot. Jetzt muss noch der Pudding des Leidens weg. Und dann noch der Adrakäfer. So. Ziemlich knapper Kampf. Zwei Ale. So, der Rest kann weg. What? Durenz verarzte bei Alof. So, Gesundheit. Sure. Ja. Schwierigkeit 12 und ich komme da nicht durch. Super. Heißt das, wir müssen wirklich da oben. Oder liegt hier vielleicht Trank der Bewegungseifer des Verderbens? Liegt hier vielleicht ein Schlüssel drin? Nein, leider nicht. Und hier kommt keiner von uns durch. Verschlossen. Hagrim hat Mechanik nur 9. Super. Also können wir da schon mal das Durchkommen vergessen. Da drin scheint nämlich schon mal Secrets und so zu sein. Tja, hier können wir uns nicht durchdrücken. Das heißt, wir müssen... Au, 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 au. I've got it. I've got it. Wo ist Hagrim? I'll get it open. Ja, öffne mal. Finished. Das macht sicherlich auch Aua an der Gesundheit. So. Okay, wir sind da durch.
Wir könnten jetzt da rein. Ah ja. Gut. Das nächste Mal dran denken, dringend einen Chart zu haben, der nur in Mechanik geschult ist. Oh Gott. Kristallfresser und Vitrax. Muss das sein? Oh.